Was geht ab, meine Stalker? Hier ist euer M-Motherfucking 3D nun, bei... schnapp ja, etwas frische Stalker. Luft und dann komm rein. Die Schnauze, ich brauch keine frische Luft. Ich bin ganz frisch im Kopf. So, was sagt die Karte? Ich kenn mich doch nicht aus. Müllhalde. Ah. Da sind sie. Dem Kunden bringen, was ihm versprochen wurde. Da sind... ach so. Okay, warte mal. Es gibt was leichte Sachen. Sie wollen einen ausländischen Touristen hierher bringen. Gut, das wäre eine Sache. Mit dem Reisenden treffen. Besitz des Schützen. Das Zeug ist gleich unter dem Dach am kleinen Haus in der Brücke versteckt. Hm. Versteck des toten Stalker. Verlassene Mühle. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie hin, oder? Da sind voll viele Sachen. Hier ist ja jetzt irgendwie nichts mehr. Kann man auch irgendwie rauszoomen? Ja, kann man. Ganz geil. Was ist hier? Während ich in Gefangenschaft war, hörte ich, wie die Banditen sich über ihr Versteck unterhielten. Ah, alles klar. Hier ist auch noch irgendwas. Safe auf der Farm. Ah, okay. Ja, dann laufen wir doch einfach mal in diese Richtung. Das scheint ja hier zu sein. Oh, eine Granate wollte ich jetzt nicht in die Hand nehmen. So, wollen wir uns nochmal umgucken. Mal gucken, was wir hier so kriegen. Oh, was ist hier? Scheiße, hohe Strahlung. Das ist nicht so geil. Da können wir leider nicht hin. Ich glaube, das überleben wir nämlich nicht lange. Abgefuckt. Und ich habe keinen Bock, jetzt immer wieder irgendwelche Wodka-Dinger zu trinken. Da war doch irgendjemand. Oh. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt außen rum? Ah, da sind doch Hunde, die wir brauchen. Scheiße, Hilfe. So. Meine Güte, man sieht diese scheiß Dinger auch nicht, ne? Bleib mal stehen jetzt. Bleib stehen! Das ist doch diese Pseudoköter, oder nicht? Hallo? Ja, okay, die machen ja wirklich nichts anscheinend. Die rennen nur durch die Gegend, haben Angst. Ja, hallo, bleib doch auch mal stehen. Treffe ich den Echtstädter, oder was? Nicht so doof. Jetzt habe ich ihn aber, oder? Doch gar keine Beschreibung, ob das jetzt ein Pseudohund ist oder was das jetzt auch immer war. Schlecht. Egal, wir müssen jetzt eh hier lang. Was ist denn dieser orangene Punkt hier? Was läuft denn hier so rum, Alter? Deutscher, Reisender. Kein Wunder. Deutsche Touristen. Egozentrische laufen einfach nur hier rum. So, hier waren doch auch ganz viele Hunde, ne? Oh, stark, der greift mich an. Na, komm zurück. Mistvieh, Alter. Ja, aber auch nur eine Schrottwaffe. Was will man damit auch schon ausrichten können, ne? So. Kann man ganz vorsichtig sein. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin gerade in so eine Anomalie reingeraten, was nicht ganz so geil war. Was geht denn hier rum? Alter, du böse Wildsau. Warte, ich muss mal kurz ein Medipack nehmen. So. Eigentlich bin ich gerade sehr verschwenderisch mit dem Kram. Aber was soll ich machen, ne? Wenn ich halt schon halb tot bin, dann muss ich halt mal ein bisschen Medipacks nehmen. Oh. Ah, fuck you, fuck you, fuck you. Alter, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, in der Gruppe greifen sie an, oder was? Ah, ich verstehe. Scheiße. 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 Oh, ich verballer meine ganze Munition für nichts und wieder nicht. Da war was dabei. So, komm, nur noch diese zwei, das werden wir hinken. Der war dabei? Nein. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Hunde falsch sind, definitiv. Und eine scheint jetzt geflüchtet zu sein, weil ich seine halbe Familie ausgerottet habe. Die Fabrik ist sicher. Kehre zur Startposition zurück. Out. Stirb doch, du Ratte, meine Güte, ist doch gut jetzt. Alter, der lebt immer noch. Oh. Oh, ich bin auch zu blöd, ne?
Ob ich das Spiel jemals in meinem Leben durchkriege? Wieso kann ich von den Viechern nichts nehmen? Gesinnung neutral, also von alleine würden die einen nicht angreifen. Verstanden. So. Warte mal, erstmal da. Was gibt's hier? Man muss schon mal kurz auf die Karte gucken. Und zwar, dass ich da bin, das weiß ich auch. Aber ich will wissen, was das andere da ist. Ah, ist doch für ein Arsch. Da laufe ich mal kurz zu dem Haus hier hin. Müsste ich doch da weg sein, oder? Ja, die Karte ist echt scheiße gemacht. Muss man echt mal sagen hier. Was ist denn hier drin? Kann man hier irgendwo überhaupt rein? Ja, zumindest ist hier ein Fenster. Also könnte man wahrscheinlich auch durch eine Tür rein. Ja, da will ich noch mal gucken. Die Frage ist, ob ich da rein will, ne? Irgendwie ja schon, aber irgendwie auch nicht. Ist hier was? Ja, momentan gar nicht, oder? Komisch. Oh, was ist denn hier los? Ein Feind wäre hier gewesen. Ein Bandit ist hier abgekratzt. Die Frage ist nur, an wem ist er abgekratzt? Ist ja gar nichts. Okay, aber könnte auch sein, dass er einfach nur erschossen wurde, ne? Wer weiß das schon? Das ist die Kiste. Okay. Ja. Oh, was hat er gerade einen Anzug gefunden, ne? Ganz geil. Guck mal. Beschreibung: Banditenjacke. Aber die taugt ja gar nichts. Und vielleicht könnte man mich für einen Banditen verwechseln. Das wäre auch nicht so ganz geil. Finde ich persönlich. Am Ende werden wir erschossen, nur weil wir so aussahen. Hier ist eine Anomalie. Ja, ja, ganz vorsichtig außen rumgehen. Ganz cool bleiben. Nichts passiert. So, okay. Hier will ich aber auch mal rein. Sieht doch auch ganz geil aus. Oder findet man da erst was, wenn man diese Aufträge dafür hat? Ich hab keine Ahnung. Ne? Fette Anomalie im Weg. Das ist nicht ganz geil. So. Hallo? Ist jemand zu Hause? Was auch was, weiß ich, was das für ein Gebäude ist. So, sieht doch ganz gut aus eigentlich. Wieso piepen wir? Hier ist doch gar nichts, oder? Auftrag fehlgeschlagen, den Gegenstand finden. Nein, irgendein anderer hat den geklaut. Penner! Ratte, 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 Ratte. Was war der denn? Das ist ein weißer Hund, oder sehe ich gerade falsch? Bleib hier! Nein, 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 bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib hier, mein Gott. Wow. Das ist nicht gut. Nur ganz kurz. Scheiße, war auch nichts. Egal, wir gehen jetzt da rein und Ende aus. Feierabend jetzt hier. Aber seht ihr auf der Karte, das lilane Symbol ist weg. Da wird wohl irgendein Bandit vor uns gekommen sein. Warte mal, das ist gar nicht weg, oder? Ach, ich hasse diese Karte, wie gefällt. Oh ja, sollen wir da jetzt durch? Wow. Das sieht gefährlich aus, ehrlich gesagt. Warte, ich will speichern vorher, das riskiere ich nicht. Spiel speichern. Das war der Test, den ich gemacht hatte. Let's play Stalker. Wow. Wieso ist denn da ein Z? Ja, okay, dann drücke ich mal auf Z drauf und dann kommt das Y. Alles klar. Abi geht. Aua, 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 aua. Das ist nicht gut. Wie soll ich denn da durchkommen? Warte, Inventar. Eine Flasche Wodka, warum auch immer. Lauf, 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 lauf. Alter, alter, alter. Tja. Das überlebe ich definitiv nicht. Sicher, dass ich da durch muss? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Alter, was
eine Scheiße. Jetzt können wir erstmal die 3 Stunden Ladezeiten von Stalker sehen. Au. Ist gut. Muss ich hier ernsthaft durch? Was ist denn hier? Stellen sich Dokumente, ja, Tatsache. Oh Mann. Zur Müllhalde. Mich mal interessiert, was dieses lilane Symbol ist, ehrlich gesagt, ne? Naja, ist egal. Wir müssen auf jeden Fall definitiv da durch. Oh. Mach ich denn das jetzt am besten? Ja, bringt ja nichts. Einfach durchrennen und hoffen, oder? Ach, leck mich. Ah, geh hoch. Nein, ich sterbe. Ganz geil. Woo. Stalker, leck mich am Arsch. Ist ja voll mies. Aber ich habe mir fest vorgenommen, das in dieser Folge noch zu schaffen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Lauf, einfach lauf. So, bin ich hier sicher? Ich denke schon, ne? So, Inventar. So, und... weiter geht's. Lauf, du Penner, Mann. Oh, also, gezeichneter, wegen Strelok. Ein Stalker namens Fox kommt von einem Überfall zurück. Sieht so aus, als hätte er eine echt schwere Zeit gehabt und bräuchte Hilfe. Er hatte irgendwelches Viehzeug am ganzen Körper. Sagte, er wird's nicht lange machen. Er könnte etwas über Strelok wissen. Du musst ihn sofort sehen. Hier sind die Koordinaten. Alles klar, da werden wir doch auf jeden Fall mal nachgucken. Aber vorher will ich wissen, was hier drin ist. Weil da ist schon wieder was markiert. Wir sehen dieses lilane Symbol auf der Karte. Oh, ist ja irgendwelche komischen Viecher. Jetzt weiß ich, was wir mal brauchen könnten. Eine Taschenlampe. Ih, Alter, was bist denn du? Ihre Waffe klemmt. Scheiß Strahlung! Bleib hier. Den habe ich nicht tot gekriegt. Was ist denn das? Wird nicht angezeigt. Sieht auf jeden Fall eklig aus. Könnte ein Meerschweinchen sein, ein mutiertes. Wer weiß. So, was gibt's denn hier zu finden? Ah, der Safe. Boah, Alter, 5 Stück. Ganz geil. Jetzt weiß ich, was diese Symbole also bedeuten. Es sind Geheimverstecke. Da lohnt sich das Suchen ja mal wieder, ne? So, jetzt mal ganz vorsichtig sein. Ist viel noch. Wollte gerade sagen, ist viel noch da? Anscheinend ja. Boah, die Straße ist ja voller Anomalien. Nein, da laufe ich definitiv nicht dran. Ja, gibt es hier noch irgendwas? Da ist ja auch noch irgendein Punkt auf der Karte markiert. Alter, habe ich mich gerade erschreckt schon wieder. Das ist ja schlimmer als Dings Cryo 4. Was stand da gerade? Gesinnung Feind. Mehr wissen wir also nicht darüber. Was soll denn das sein? Mutierte Schafe oder was? Naja, schön ist es auf jeden Fall nicht. Boah, könnten Schafe sein, wer weiß das schon. Ganz vorsichtig sein. Ah, ein toter Stalker ist da. Cool. Was war das? Nikita Bora. Neutral. Der sah ja schon ein bisschen verstrahlt aus im Gesicht, wenn ihr mich fragt. Also ist drauf geschissen. Nur wieso können wir den Orten? Wahrscheinlich dieses GPA-Ding da, hm? Das könnte es erklären. Okay, hier haben wir auch alles abgestaubt, vermute ich mal. Wo müssen wir jetzt lang? Bei dem waren wir. Dann müssen wir wohl diesen Pfeiler wieder mal folgen. Was ist das? Ist der neutral? Ich glaube ja. Оружие убрал. Мужик, давай, если разговаривать, то по-свойски, без оружия. Ты ствол-то убери. Ja, ich gehe ja schon. Wurden gerade ein bisschen beleidigt, aber das macht uns ja nichts aus. Ah, hier ist wieder einer gestorben. Ganz geil. Hoffentlich sind wir nicht die Nächsten. Die Hunde interessieren uns jetzt einfach nicht. Nein. Ich schmeiß dir gleich eine Granate in dein Gesicht. Du brauchst noch die... Ah. Halt die Fresse.
Das war jetzt nicht gerade klug. Oh. Alter. Wo ist meine Schrotflinte hin? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ah, die muss ich natürlich auch als Zweitwaffe nehmen, ne? Was ist dann? Ach, da werden dann die Granaten wahrscheinlich hingepackt. Geil. Damit könnte ich die ja voll leicht fertig machen, oder? Probieren wir es. Wow. Aus nächster Nähe verfehlt. Aha. Was ist das? Ein Hundeschwanz. Die Widerstandsfähigkeit der Haut von mutierten Hunden gegenüber Elektrizität. Ich will mich schon noch weiterbilden. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Boah, das Nachladen lange bei so einer Schrotflinte, ne? Ist gut. Ich hab dir nichts getan. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich hab doch deinem Kumpel den Schwanz weggenommen. Wo ist dein Problem, mein Gott? Ah. Ja, verstanden. Ihr mögt mich nicht. Ich mag mich auch nicht. Ach ja, jetzt willst du wegrennen oder was, ne? Du Pussy. Komm her. Kleine Schlampe, du Elende. Ich liebe ja Hunde, aber so ein Verhalten geht nicht. Das muss bestraft werden. So, noch ein Hundeschwanz. Achso, wir wollten ja erstmal nachlesen, ne? So, wartet. Die Widerstandsfähigkeit der Haut von mutierten Hunden gegenüber Elektrizität und chemischen Stoffen ist schon lange Gegenstand wissenschaftlichen Interesses. Der Hundeschwanz ist fast vollkommen frei von Fettgewebe und daher besonders gut für Forschungszwecke geeignet. Alles klar, dann haben wir am Ende der Folge noch was gelernt. Tschüss.